Ah, hier, das ist zum Plattern. Gut. Dann haben wir daneben. Das Ding. Ja. Hier müssten wir dann eine Chest drinne haben. Und jetzt kommt die Toolstation. So, das ist die zum Reparieren. Hier ist der Part Builder und hier kommen die ganzen Sachen rein. Gut. Dann bauen wir. Ich hatte auch hier irgendwo meine Storage Boxen. Nein, die hatte ich zu Hause. Dann würde ich nämlich hier eine Storage Box hinmachen mit den ganzen Parts, die wir haben. Oder eine einfache reicht, glaube ich, auch, weil wir haben ja nicht so viel davon. Slime, Iron. Bevor ich es vergesse, Screenshot, ne? Waypoint. New Waypoint. Und zwar Home. Und die Color. Grün. So. Dann. Back to Game. Ja, die Screenshots muss ich nachher. Nein, habe ich nicht. Boah, ich denke immer, weil ich so ein Verstellteil für mein Mikrofon habe ich immer an der Hose festgeklemmt. Ich könnte es mir auch an den Kragen machen, aber das finde ich jetzt nicht so schön. Denke ich immer, dass ich dagegen komme und irgendwas verstelle. So, jetzt nochmal. Hier reingucken, hier ist nichts. Okay, ich mache am besten die Türen kaputt. Dann weiß ich, dass da nichts drin ist. Hier ist auch nichts mehr. Gut. Hier ist auch nichts. Nehme ich gerade den ganzen Villagern ihr Zuhause. Oder zumindest ihre Türen. Ah. Ja, das habe ich jetzt schon alles geholt. Nehme ich mal alles einfach mit. Oder, ja, nehme ich mal alles hier rein. Und jetzt gucke ich mal kurz, denn das habe ich, das habe ich, das habe ich doppelt. Dann habe ich die auf jeden Fall, das weiß ich. Full, die habe ich auch. Obwohl, das weiß ich nicht. Habe ich ja auch schon doppelt. Habe ich sogar dreifach und die habe ich auch noch. Ja, den Rest kann ich ja mal gucken, ob ich den irgendwo finde. So. Hier ist nichts mehr drin. Mir zu Hause ist noch was drin, das weiß ich. Aber da wollte ich jetzt erstmal nicht reingucken. Oder da weiß ich ja, was da drin ist. Vielleicht finde ich ja noch was Neues. Das wollte ich damit sagen. Denn hier ist die Tür schon kaputt. Hier ist die Tür auch schon kaputt. Bin ich da am Anfang reingebrochen oder waren das hier Zombies? So, alle Türen sind kaputt. Gut. Dann ist also nur noch bei uns was drin. Nein, Tür sollte ich nicht kaputt machen. Weiter nach oben. Erstmal das ganze Zeug hier rausholen. Yeah. Schon wieder voll. Okay, das nächste Mal, wenn ich nach Hause komme, laufe ich einfach ohne komplettes Inventory. Ich glaube, es ist einfacher. Irgendwie sollte ich hier mal kurz. Nein! Boah, ein halbes Herz noch. Ein halbes Herz. Erstmal halbwegs hochbauen und jetzt erstmal was essen. Wie doof kann man eigentlich sein? Ja. Yeah.
Da kann ich dran und dann kann ich mich da hochbauen. Ja, und das kriege ich jetzt nicht mit. Ist klar. So. Geht's hin. Erstmal wieder Karotten essen. Karotten sind ja gut. So. Weg mit dem Zeug. Das brauche ich nicht im Moment. Oh, da kommt aber schon ganz schön was zusammen, muss ich sagen. So. Öfen. Baue ich neben den Crafting Table. Ist irgendwie auch logisch, einen Ofen neben dem Crafting Table zu haben. Hoffe ich zumindest. Das Kupfer kommt da rein. Komm, hier tue ich mal die wertvollen Sachen rein. Sowas wie Cobblestones und Sticks. Und Türen. Obwohl, ich glaube, das ist nicht wertvoll. So. Kann ich mal gucken. Was habe ich denn hier noch nicht? Das habe ich noch nicht. Das habe ich auch noch nicht. Das habe ich auch noch nicht, aber das habe ich. Gut. Kann man das verbrennen? Nein. Dann werfe ich das nächste Mal in den Abgrund. Einmal kurz. Warten mal. Okay. So, wir gehen wieder weiter. Ach ja, ich wollte hier noch alles Mögliche hier wegtun, was ich im Moment nicht brauche. Das tue ich gleich einfach in den Grund werfen. Weg mit dir. So ein Umzug ist recht langwierig, muss ich sagen. Ich bin froh, dass ich nur so kurz umziehe und nicht irgendwo anders hin. Obwohl, ist es Glowstone? Ja. Cool. Ja, Glowstone nehme ich auf jeden Fall mit. Brauche ich nachher für mein Jetpack, das weiß ich noch. So. Habe ich alles? Jetzt ist natürlich, habe ich meine Axt vergessen. Dumm gelaufen. So, da sind die Storage-Boxen. Das ist schon mal schön. Da tue ich dann wahrscheinlich all den Scheiß rein, den ich nicht brauche oder nicht sofort brauche. Und, ach ja, stimmt. Ich wollte ja keine normalen Chests machen, sondern ich wollte mal, ja, mache ich nachher in der großen, mit den Plänen in der großen Villa am Ende. Okay, ich baue da noch einen Chest neben. Feuerschad nicht, aber 1, 2, 3, 4, 5. Das fehlt noch nichts. Gut. Hier. Nein, Stick brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Das soll ich auch mitnehmen.
Jetzt weiß ich noch nicht, wofür man das braucht. Deshalb lasse ich das einfach mal drin. Und wie gesagt, in die Kommentare könnt ihr mir jetzt nicht schreiben, wozu das gut ist, denn ich nehme das immer auf, bevor es draußen ist. Also ich nehme immer ein Projekt komplett auf. Was ziemlich dumm ist, aber ich habe auch mal so Phasen, da will ich eigentlich überhaupt nicht aufnehmen. Und wenn ich da mal ein Projekt mitten in der Mitte abbreche und dann 2, 3 Monate später das erst nachkommt, finde ich das auch nicht so mega cool, muss ich ehrlich sagen. Und dann finde ich es schon besser, wenn man dann 2 Monate wartet und dann das ganze Projekt auf einmal kommt. So, Möhren essen. Sind ja gesund. Komm. Lauf ein bisschen. Wir müssen Sport treiben. Wir müssen fit sein vor den Creepern. Ups. Sollten nicht gegen irgendwelche Hindernisse rennen. Wir sollten auch nicht an Leitern hängen bleiben, denn natürlich ist es... Oh! Obsidian Axe Head. Ja. Dann weiß ich ja gleich, was ich damit mache. Ich baue mir eine gute Axt aus Obsidian. Und... So. Das Dorf ist ausgenommen. Es ist auch schon gut verlassen, glaube ich. Ich glaube, dass die Zombies hier etwas schon gewütet haben.